Herzlich willkommen, liebe Anleger, zum Marktupdate bei BXWIST TV. An den Märkten dominieren aktuell leider die Minuszeichen. Letzte Woche vor der US-Notenbank-Sitzung, da hatten wir ja die Märkte eher noch in Zurückhaltung, in Wartestellung. Es ging eher seitwärts. Dann kam der Zinsentscheid. Der wurde auch dann mit einem Freudensprung wahrgenommen. Man war erleichtert darüber, dass Jerome Powell etwas weniger restriktive Töne von sich gegeben hat, als man das erwartet hatte. Und das hat auch den Märkten hierzulande in Europa geholfen. Allerdings war das Ganze dann nach einem Tag mehr oder weniger schon wieder passé und die Märkte sind zurückgefallen in den Abwärtstrend. Die neue Handelswoche jetzt, die hat eben dann auch da weitergemacht, wo die alte aufgehört hat. Wir haben auch noch chinesische Konjunkturdaten zu verdauen gehabt. Es gab Exportdaten für den Monat April. Und die lagen zwar mit einem Plus von knapp 4%, zwar etwas höher als die Erwartungen, wenn man das allerdings mit dem Vormonat vergleicht, also mit dem März, wo noch fast 15% geschafft wurden, dann ist das doch schon ein deutlicher Unterschied. Und der Wert jetzt ist auch der schwächste seit Juni 2020. Und das Ganze hat dann dafür eben auch gesorgt, dass gestern der Schweizer Markt mit fast 2,5% Minus den Handel beendet hat. Und in Deutschland beim DAX, da hatten wir auch ein Minus von über 2%. Man sieht hier auch, dass eben der DAX doch auch charttechnisch angeschlagen ist. Wir bewegen uns auch in einem Abwärtstrend und der Weg zur Durchschnittslinie der 38 oder 55 Tage, der wird doch nun auch immer größer. Und dass der Markt aktuell auch stetig weiter runterkommt, das drückt eben auch die hohe Unsicherheit aus, die es am Markt gibt. Und all die Marktteilnehmer, die beispielsweise bisher auf die Strategie Buy the Dip gesetzt haben, das heißt also einsteigen in den Markt nach einem größeren Rücksetzer, die haben aktuell auch etwas mehr Sorgenfalten auf der Stirn, denn es scheint so, dass im Jahr 2022 diese Buy the Dip Strategie nun nicht mehr zu funktionieren scheint. Die weiteren Aussichten für die kommenden Wochen, die bleiben laut Marktteilnehmern mehr oder weniger unverändert unsicher, kann man sagen. Wir werden weiterhin die Zinsen haben, die Börsianer beschäftigen werden. Aktuell sind die 10-jährigen US-Papiere auf dem höchsten Stand seit November 2018 mit so rund 3,15% Rendite. Wir haben weiterhin die Ukraine als großen Unsicherheitsfaktor. Hier werden die Auswirkungen, die wirtschaftlichen Auswirkungen mehr und mehr spürbar werden. Vor dem Hintergrund hegt manch Marktteilnehmer dann doch auch mehr die Hoffnung, dass doch schon auch China nun etwas deutlichere Töne finden könnte und auf eine friedliche Lösung dieses Konflikts hinwirken könnte, denn in Peking hat man nun definitiv kein Interesse an länger anhaltenden negativen wirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund dieses Konflikts. Was die Berichtssaison angeht, so wird hier am Markt davon gesprochen, dass diese in Bezug auf die US-Unternehmen doch recht erfreulich verläuft, wenngleich jetzt auch mancher Tech-Riese federn lassen musste. Und wenig überraschend im Rohstoff- und Energiebereich, da lief es bei den Gewinnsteigerungen am besten bisher. Aber wir haben jetzt rund gut über die Hälfte aller S&P-Unternehmen schon mit Zahlen gesehen. Über 80% davon haben die Gewinnerwartungen übertroffen. Das ist im Vergleich zum langjährigen Wert von rund 74% dann doch schon eine sehr erfreuliche Nachricht. Und allerdings sind es auch wie immer dann die Ausblicke, die das Geschehen dann mitbestimmen. Und die sehen eben aufgrund der aktuellen Brennpunkte weniger erfreulich aus. Das ist also so, dass die teils stark gestiegenen oder inflationsgetriebenen Kosten sich nun direkt niederschlagen in den Margen und die Anzahl der Unternehmen, die nun für das nächste Quartal geringere Gewinne vorhersieht als bisher, die Anzahl hat nun doch schon zugenommen. Nichtsdestotrotz erwarten wir auch in dieser Woche einige Unternehmen noch mit Zahlen. Bei uns in der Schweiz ist das heute die Alcon und morgen die Swiss Life. Und auch in Deutschland stehen eine ganze Reihe an Blue Chips im Kalender. Heute erwarten wir die Münchner Rück, morgen Brenntag und E.ON, übermorgen dann die Allianz, Merck und Siemens. Und am Freitag macht dann die Deutsche Telekom den Abschluss.
Hoffen wir also mal von der Seite her auf positive Impulse für den Markt. Und das war's für das Marktupdate für den Moment. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.